Weiter geht's hier auf Benz-H0-Bahn. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich mehrere Projekte gerade parallel baue. Und heute geht's weiter in der einen Kurve, die ich habe. Und dort habe ich begonnen, einen Weinberg zu bauen, wie ihr das Ganze ja eben auch schon im Intro sozusagen sehen konntet. Wie das Ganze entstanden ist und wie ich das gebaut habe, das will ich euch jetzt zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns noch mal kurz am Ende des Videos. Ja, parallel zum Kopfbahnhof habe ich jetzt angefangen, hier die Ecke zu gestalten. Und ich habe mich dazu entschieden, hier auf der Ecke einen Weinberg zu machen. Und der soll sich dann im Prinzip auch die gesamte Seite hier weiter längs ziehen. Die Grundstruktur habe ich aus Styrodur gebaut, habe das Ganze dann einmal in Form geschnitten und habe dann eine Schicht Gips aufgebracht, diese noch einmal kurz übergeschliffen und anschließend die Mauern rausgearbeitet. Diesmal nicht wie in meinen anderen Videos mit Linolschneidewerkzeug, sondern diesmal habe ich sie rausgefräst. Auf die Idee hat mich Tino von Erzgebirgsmoba gebracht und ja, ich bin jetzt mit der Rohstruktur bin ich auch schon mal ganz zufrieden und ich bin jetzt gespannt, ob das Ganze auch so dermaßen geil aussehen wird, wenn da jetzt Farbe drauf kommt. So, dann weiter geht's, dass ich jetzt erstmal einmal alles, was hinterher Erde werden soll, einmal braun anmale, einfach falls irgendwo zu wenig Erde hinkommt, dass man dann nicht den weißen Gips durchsieht. So, der erste Anstrich ist fertig und ich habe alles, was mal Erde werden soll, jetzt erdig angemalt. Und im nächsten Schritt ist jetzt die Mauer dran. Die werde ich jetzt erstmal in einem Ockerton grundieren und dann geht's weiter. Und der nächste Schritt ist getan. Die Mauern sind grundiert und jetzt geht's daran, dass ich einmal die Erde aufbringe. So, für die Oberfläche habe ich einfach Erde von draußen genommen, habe die getrocknet, fein gesiebt, tue die dann immer in so ein, das ist die Kappe von einer Sprühdose. Und dann kommt da so ein Probierstrumpf drüber, der fungiert jetzt nochmal so als feines Sieb. Und damit gehe ich jetzt einfach über den Berg rüber. Den habe ich jetzt schon einmal mit Leim eingestrichen und dementsprechend haftet dann auch da. So, wenn ich das jetzt hier einfach oben rüber pulver, dann bleibt die Erde wunderbar auf dem Hang liegen. Und ich habe wirklich jetzt einmal auch nur die ganz feinen Sachen damit drauf. Und bekomme so eine richtig schöne erdige Oberfläche. Und wenn ich überall war, dann darf das Ganze erstmal einmal trocknen und danach kann ich dann den Überschuss absaugen. Jetzt ist der Berg einmal komplett beerdet. Das heißt, jetzt muss das Ganze erstmal richtig einmal durchtrocknen. So sieht das Ganze aus der Nähe aus. Und ich finde einfach, die Struktur, die man damit bekommt, ist einfach unschlagbar. Nachdem die Mauer jetzt ihren Grundanstrich bekommen hat und das erste Washing für die Fugen leider zu dünn war, kommt jetzt der zweite Anstrich, um einfach die Fugen jetzt noch ein bisschen dunkler hinzubekommen. Die sind mir nämlich einfach noch zu hell. Das heißt, ich werde jetzt das ganze Mäuerchen noch einmal neu überpinseln und dann sind die Fugen hoffentlich deutlich dunkler als jetzt und dann werde ich die Steinstruktur weiter raus. Während die Steine jetzt getrocknet sind, habe ich schon mal die künftigen Reihen für die Weinstöcke aufgezeichnet. Ich habe für die Reihen einen Abstand von 2 cm
gefehlt. Und da werde ich dann entsprechend die Weinreben hinkleben, sowie die Ranggerüste für die Weinstöcke hinbauen. So, jetzt wo die Mauer trocken ist, male ich jetzt einzelne Steinchen nochmal ein bisschen grau an. Die werden hinterher nochmal ein bisschen mit übergefärbt mit verschiedenen anderen Farbtönen. Ich werde jetzt auch nochmal versuchen, so ein paar dunklere Highlights in die Mauer einzusetzen. Mal gucken, wie das wirkt. So, jetzt soll die Mauer natürlich noch ein bisschen mehr Gestalt annehmen und ein bisschen mehr Farbe kriegen. Und ich habe mich jetzt für drei verschiedene Farbtöne entschieden, die ich ganz dünn aufbringe. Und mit dem ersten Ton, den ich auftrage, das ist gelber Sand. Und da gehe ich jetzt vorsichtig einmal über die Mauer rüber. So, ich versuche das Ganze so zu machen, dass ich die Stellen auch so ein bisschen unterschiedlich doll bearbeite, dass nicht jeder Farbton an jeder Stelle gleich stark ausgeprägt ist. Als nächsten Ton habe ich jetzt so ein Mittelgrau. Mit dem gehe ich jetzt auch einmal oben drüber. Auch wieder möglichst viel Farbe aus dem Pinsel raus. Und dafür lieber 2, 3, 4, 5 mal häufiger rüber gehen. Und als letztes gehe ich jetzt über die ganze Geschichte nochmal mit dem Farbton Irak-Sand, meine ich, heißt der. Rüber ist auch nochmal so ein ganz heller Ton. Und mit dem kann man jetzt nochmal so ein paar helle Akzente setzen. Und um das Ganze jetzt nochmal wieder vom Farbton ein ganz bisschen zu brechen, gehe ich jetzt nochmal mit einem Grau drüber. Relativ dunkles Grau, auch wieder wenig Farbe im Pinsel. Und da jetzt nochmal so ein bisschen ganz leicht angeditscht, phasenweise ein bisschen drüber. Vor allen Dingen die Stellen, die jetzt noch so ein ganz bisschen hell geworden sind, die vielleicht ein bisschen viel gleichmäßig Farbe abbekommen. Ja, man könnte jetzt stundenlang weiter pinseln, jedenfalls geht mir das immer so. Ich finde immer noch mal eine Ecke oder einen Stein, den ich dann doch noch mal anders machen würde. Aber wenn man dann an dem Punkt angekommen ist, wo man der Meinung ist, jetzt ist okay, jetzt reicht's, dann zeige ich euch jetzt einmal das Gesamtbild. So, das ist jetzt einmal noch mal die Gesamtperspektive der Mauer und des Weinbergs im unteren Teil, jetzt halt schon mit den angezeichneten Reihen. Und da sind jetzt noch so ein paar Stellen natürlich oben auf der Mauer drauf, die ein bisschen Farbe abgekriegt haben. Aber das verschwindet noch, wenn es dann oben wirklich dann um die Gestaltung geht. Im nächsten Schritt werde ich jetzt die Zwischenräume, ne, also ich habe mir ja hier mit Linien die Reihen aufgezeichnet, auf denen dann die Weinstöcke stehen sollen. Und ich habe mir viele Bilder angeguckt und habe festgestellt, dass auf sehr vielen Bildern zwischen den Weinreben Gras wächst. Also in den meisten Fällen ist da einfach dann flach gemähte Wiese dazwischen. Und das heißt, bevor ich jetzt irgendwas mache, werde ich jetzt hier einmal Leim aufbringen und kurze Grasfasern aufbringen. Das werde ich jetzt immer einfach so stückweise machen. Einfach so ein bisschen wahllos. Ein bisschen hier so die Reihen runtertupfen. Das ist immer sozusagen da, wo hinterher dann die Weinstöcke stehen werden, dass da halt noch Erde zu sehen ist. Aber so in den Zwischenräumen, da wo dann die Leute längs laufen, da kommt Wiese hin. Und ich werde jetzt, glaube ich, erstmal mit 2 mm Grasfasern in dunkelgrün anfangen und werde die dann einfach im Verlauf noch mal ein bisschen mit verschiedenen Farben das Ganze noch ein bisschen interessanter machen, dass das nicht ganz so öde gleichmäßig aussieht. So, wenn der Leim aufgebracht ist, geht es dann ans Begrasen. Das mache ich natürlich wieder mit meinem selbstgemachten
Blastmaster hier. So sieht jetzt der Berg aus. Im unteren Bereich sind jetzt die ganzen Streifen soweit fertig und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich die ganzen überschüssigen Grasfasern einmal absauge. Im nächsten Schritt habe ich mir jetzt einen kleinen Pinsel genommen und mache jetzt überall so ein bisschen an die Lücken hier, da wo ein bisschen weniger von den dunklen Fasern hingekommen ist, und sonst so ein bisschen hier an den Rand nochmal Kleber, und da kommen jetzt gleich nochmal hellgrüne Grasfasern. So, wenn jetzt die ganzen Leimpunkte gesetzt sind, gehe ich wieder mit dem Grasmaster rüber und dann wird jetzt hier richtig hellgrün einmal. So, der Sturm der Grasfasern ist vorüber. Nachdem die begrasten Flächen dann trocken und abgesaugt waren, habe ich angefangen, die Ranghilfen für die Weinreben zu bauen. Und dafür habe ich ganz normale Zahnstocher genommen, habe diese einmal halbiert und dann in den Weinberg gepiekt. Damit das Ganze klappt, habe ich mir so eine Hilfe gebastelt. Das ist einfach ein alter Pinselstiel, da habe ich vorne einen Nagel reingemacht und damit konnte ich wunderbar die Löcher vorpieken für die Stangen. Die habe ich dann einfach so weit versenkt, dass sie 2 cm rausgucken. Das müsste ungefähr so die Höhe von 1,80 sein, die diese Rebgitter auch in Natura haben. Anschließend habe ich sie bespannt. Unten habe ich sie doppelreihig bespannt. Und oben habe ich dann immer noch mal einen Faden rüber gespannt und den habe ich dann oben über den Pfosten rüber und nach unten hin sozusagen einmal abgespannt. Anschließend habe ich dann die Zahnstocher alle noch mal gefärbt, dass die halt noch mal in einem Braunton besser zur Geltung kommen und nicht ganz so hell aussehen. Der nächste Schritt ist jetzt, die Weinreben zu gestalten und diese dann an ihren Platz zu setzen. Ja, so weit bin ich jetzt mit dem Weinberg gekommen und ihr dürft natürlich wieder gerne unten die Kommentare dafür nutzen, um zu schreiben, wie es euch gefallen hat. Da freue ich mich immer riesig drüber und schaue auch immer, dass ich zeitnah euch antworte. Genau, weiter wird es jetzt gehen mit Weinreben. Ja, ich schätze, das werden schon mal locker jetzt so 100, 150, 200 Weinreben werden, die ich da jetzt bauen muss, um diesen Weinberg dann jetzt doch endgültig grün zu bekommen. Und das wird wahrscheinlich dann auch das nächste Video werden. Da werde ich euch dann zeigen, wie ich die Weinreben baue und wie ich sie alle an ihren Platz bekomme. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann denkt doch einfach dran, den Kanal hier zu abonnieren und die kleine Klingel zu drücken, damit ihr dann informiert werdet, sobald Teil 2 vom Weinberg rauskommt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und wenn alles klar geht und ich die Zeit finde, dann gibt es nächstes Wochenende dein Weinberg Teil 2. Bis dahin, tschüss!